Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Night of the Dead hier auf Münsterland TV. Ja, schon in der Folge 5, aber noch am zweiten. Ach, ich will die ganze Zeit hier runter. Ich falle hier mit Sicherheit nochmal runter. Aber in der 14. Stunde, beziehungsweise in der 15. schon, sagen wir, wir brauchen Holz. Das haben wir gemerkt. Wir brauchen hierfür Fundament. Holz, ich würde gerne das abschließen, dass die hier auch einen Weg haben, damit die beide Wege nutzen. Und dafür brauchen wir Holz. Holz ist in eine andere Richtung. Da sind wir jetzt auf dem Weg hin. 15 Uhr ist jetzt. Ich denke, dass wir heute Abend klarkommen. Aber sie sind auch mittlerweile auf schwer, ne? Aber die anderen Folgen kennt er ja nicht. Also die anderen Varianten zumindest nicht von mir. Die habe ich privat gezockt. Und von daher hat mir einfach Spaß gemacht. Es hat mich Aggression abbauen lassen. Weiß gar nicht, ob sie es wissen, denn meine OP ist ja verschoben worden. Beziehungsweise erstmal abgesagt. Und ja. Vorteil ist, ich konnte da direkt Urlaub machen, aber. Lädt hier oft, ne? Muss mit der Aufnahme zu tun haben, weil ansonsten habe ich das nicht so extrem. Gucken, der schießt hier die ganze Zeit. Aber noch keine Lootsäcke da, ne? Wir brauchen jetzt Bäume. Von daher. Und zwar den mal ranholen. Danke. Ist immer gut, jemanden im Hintergrund zu haben. Das schießen schon die Pfeile. Da liegt er auch. Das ist geil, aber wie gesagt, der muss noch nachladen. Da rollt der Arm. Hier ist auch noch ein Lootsack. Okay. Ja, aber wie gesagt, wir müssen Bäume haben. Bäume. Und damit wir vorankommen. Haben zwar dann noch die Gefahr, dass es uns abbrennt, aber ich hoffe jetzt einfach, dass der noch nicht kommt. Der Flammenzombie. Ist aber ein sehr faires Spiel, denn wenn hier was abgebaut wird durch die Zombies oder generell, bleiben die Sachen liegen. Zumindest zum größten Teil. Man kann es nach. Skillen sozusagen, dass man, wenn man was abbaut, mehr bekommt, aber ja, man bekommt was wieder und kann dann sozusagen neu anbauen. Manchmal ist ja dann der Neubau das Sinnvollste. Es gibt beratungsresistente YouTuber, habe ich gesehen. Aber wie gesagt, wahrscheinlich werdet ihr bei mir auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Bis dato bin ich immer damit klargekommen. Gestern sind ein paar durchgekommen, aber wir haben einfach nur zwei Fallen gehabt, ne? Ist, ne, gestern war es gar nicht. Vorgestern, ne? Oder sogar Vorvorfolge? War, glaube ich, die zweite Folge. Okay, hier haben wir halt auch jetzt ein bisschen Licht, das ist schon mal gut. Kaffee wieder stehen lassen, das ist noch besser. Und so ist halt im Urlaub ein bisschen entspannter, ne? Und ihr glaubt es gar nicht, wenn ich selber spiele. Man redet trotzdem vor sich hin, zwar nicht so viel extrem. Man fängt zwischendurch an zu blabbeln und denkt, hier ist doch gar keiner. In der Anfangsvollversion oder in den ersten Folgen. Folgen, ja, in den ersten Aufnahmen. Ach, Aufnahmen auch nicht, in den ersten.
Stunden, wo ich das Spiel gespielt habe, habe ich meine Schwester noch zugeguckt, ne, so viel über Discord. Aber irgendwann wird das natürlich dann auch langweilig für sie dann. Haben auch selber schon gespielt, aber es ist nicht so ihr Spiel, von daher. Ja. So steht es jetzt hier. Mal gucken, jetzt haben wir da hinten den Aufgang. Die Idee finde ich halt richtig nice. Das, was ich hier so drunter packen. Das hatte ich jetzt ein bisschen anders. In dem letzten, wie gesagt, in dem anderen Spielstand. So. Hier an der Seite kommt auch noch ein Teil dran, so wie hier vorne. Und dann muss ich mal gucken, wahrscheinlich das Katapult dann da hinten mit dran. Vielleicht mit einem Abstand, müssen wir mal gucken. Aber wir müssen jetzt. Oh, Katapult bauen. Die Frage, wie wir es dran setzen. Das hier so dran setzen. Mit einem Abstand. Wird sogar das jetzt hier abreißen. Nee, 7 und F. Ist noch nicht gewählt. So, jetzt. Jetzt. Jetzt gucken wir es uns mal von unten an. Wo könnte man jetzt. Also in der Regel werden die von da kommen. Hier hinten würde ich auch wieder zumachen, wahrscheinlich, wenn die zu oft kommen. Ich glaube, wir setzen das doch da dran. Dann machen wir so. So. Jetzt ist es gerade dran, ne? Ne. So. Das einmal so. Dann so. So. Jetzt Material. Ja, die Ranken. Nimm das Messer, ist besser. Zwei Stück brauchen wir davon, ne? Na, vier dann. Haben glaube, so sieht es ganz cool aus. So, jetzt gucken wir mal hoch, was wir für das Katapult benötigen. Ein Vogelausweis. Ein Hase. Ich nehme hier über, dann könnten wir hier abreißen. Ich habe es jetzt nur gemacht, damit es optisch passt, ne? Auch von der Höhe. Okay. B-Katapult. Hier. Eine Falle auf jeden Fall. Wir haben kein Kupfer. Stimmt, okay. Wir haben auch kein Kupfer drin, ne? Nee.
Erst das, dann hole ich hier die Kreide. Apfel mal unten drauf ziehen. Und ja, wenn der Balken so schraffiert ist wie jetzt, dann muss man halt was, ich sage jetzt mal, was Vernünftiges essen. Dann füllt sich das wieder auf. Wenn der Balken einfach nur fehlt, ne, weil man gekämpft hat oder so, dann reicht ein Apfel. Deswegen habe ich mir die Äpfel jetzt unten reingepackt. Dann kann man die dann auch nehmen. So, wir brauchen Kupfer, Kupfer, Kupfer. Die müssen auch noch nachfüllen dann, die Pfeile, vor 23 Uhr ist. Okay. Kupfer bedeutet, jetzt gehen wir mal ein bisschen Tonnen plündern, Autos plündern. So, und ich gucke jetzt mal, ob ich ein bisschen was einstellen kann an der Grafik runter. Machen wir mal auf nur hoch. Bewegungsunschärfe aus. Speichern und weiter. Denkt man in der Regel, man davon jetzt eh nicht viel sehen. Da ist mir ein flüssiges Spiel dann doch lieber. Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass im Hintergrund ja noch aufgenommen wird. An Kupfer, das wir schon mal wissen. Das wenn wir jetzt. Oh, hier brauchen wir Pfeile. Hier bin ich. Ein bisschen überfordert, glaube ich. Und liegt er halt. Das dauert immer länger. So, wir haben davon welche, das heißt, wir müssen mal ein paar Bücher schlagen. Auch während des Lootens. Denn dann könnte ich noch Pfeile machen. Man kann sie wieder aufheben mit T alle, die im Umkreis sind, aber dazu muss erstmal was man in die Nähe kommen, ne? Sind in der Regel nur Forschungspunkte, aber haben ist besser als brauchen. Dafür haben wir nichts, ne? Ich glaube, ich habe da in Plündern sogar schon was reingesteckt, dass es etwas schneller geht. Ach ja, für alle, die die Folge schauen, also ich habe voraufgenommen. Ne? Ich habe ja Urlaub gehabt, zumindest jetzt zur Aufnahmezeit. Und werde die dann online stellen und nachbearbeiten. Alles dann nach meinem Urlaub. Falls ihr was schreibt, wundert euch nicht, dass ich nicht darauf reagiere. Zumindest nicht in den Videos. Antworten werde ich darauf. Das halte ich alles im Blick. Hält sich ja bei mir auf dem Kanal in Grenzen. Also in ja, positiven Grenzen, wie auch immer. Also ich finde das ja nicht schlimm, wenn er in Konversation tritt. Ganz im Gegenteil. So. Ich habe
kein Busch hier, ne? Kein. Gucken, hier hinten haben wir doch einen getötet, oder? Gegen hier Pfeile? Ja, einer. So. Oh, jetzt 12, okay. Ja, aufräumen ist aber grundsätzlich ganz gut hier. Da ist ja unsere Wohnungsgegend, ne? Unser Block hier. Versucht nicht ins Gesicht. Also Erke schon. Ach, jetzt habe ich doch. Ihr seht jetzt, die Pfeile fliegen weg, jetzt ging es noch. Gerade wenn er auf der Wiese steht, kriegt er so schnell nicht wieder. Den habe ich ja noch gar nicht geplündert hier. Oh, wir haben einen Kupfer. Wir haben einen Kupfer. Sollten wir eigentlich mal machen, Katapult, ne? Das heißt, dafür brauchen wir eine Falle. Aber sonst kein Kupfer. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können mit drei Kupfer schon nach Hause gehen und können dann Steine klopfen, denn wir brauchen jede Menge Steine fürs Katapult. Ja, jede Menge ist übertrieben. Aber wir brauchen dann Steine. Weil wir Steine auch für die Aufwertung brauchen, ist es halt ganz gut, mal auf Steine zu gehen. Aber wir haben schon auch schon 18 Uhr, ne? Dann eher Munition erstmal machen. Wir hoffen, dass wir noch die, ich glaube, 30 Steine gehen da immer rein, dass wir die erstmal hinbekommen. Sind, glaube ich, drei Felsen, drei Steine. Zwei Hammer. Also zwei Kupfer. Die brauchen wir später mal. Denn um Waffen aufzuwerten, braucht man Tierfelle oder Federn oder und. Fehlt noch Kupfer. Tankstelle habe ich auch komplett. Also was ich nicht gemacht habe, das können wir aber jetzt machen, weil da sind glaube ich zwei Kisten drin, die man nehmen kann. Wir räumen das Stadion mal eben, würde ich sagen. Lass gut sein. So, jetzt kann ich Äpfel essen, weil das ist ja nur der Balken leer. Apple a day keeps the doctor away. Läuft ihr dann hier auch zu. So, dann haben wir das hier. Dann haben wir die schon mal draußen, aber. Das Geschoss ist jetzt leer, sich gerade es neigt sein Kopf, aber es hat noch ein bisschen geholfen. Das ist schon mal gut. Lass uns mal gucken, wo die hier ist. Einer gestorben, die alle auch einer gestorben. Nee. Wie viele habe ich? 9. Pfeile habe ich gar nicht mehr mit. Muss erstmal an Äste suchen. 10 Pfeile habe ich noch mit. Wo? Ast dabei.
Ich glaube, aus einem Ast holen wir dann auch mal 5 Pfeile raus. Das ist schon mal ganz gut. Dieser Multiplikator. Jetzt können wir uns wieder reintrauen. Zelt hat alles auf, ne? Aber man darf das Looten nicht unterschätzen. Man bekommt gut was raus. Manchmal ist es wesentlich sinnvoller zu looten und kriegt da mehr Kupfer, als wenn man auf Eisensuche geht oder so. Gott. Gefühlt habe ich schon wieder die Hälfte der Pfeile verloren. Unbedingt reinleveln. Die sehen immer alle aus wie Stachelschweine danach. Na komm. Ich habe zweimal eine verpasst. Den. Ja, schon ein anderes Kaliber. Ich glaube, auf normal standen hier zwei drin, wenn überhaupt. Und das sind wir noch nicht mal in den geschlossenen Räumen da, ne? Hm. Das Gefühl, die sind schneller. Und mehr. Naja, zumindest den einen erlegt. Hammer. Ja, es ist schon eine andere Stufe. Eingeschlafen, oder? Okay. Gucken, ob wir noch Pfeile da vorne sehen. Ja, ein paar. Sehr gut. Ach ja.
Hut hast, sondern in der Nähe der Falle sind, ne? Ja, wir könnten auch Autos weitermachen, aber jetzt haben wir sie fast weg. Ich glaube, jetzt können wir. Ja, ich bin auch fast weg, sehe ich gerade. Zwei Stück da drin. Oh, mehr als. Das sind mehr als zwei. Wir gehen Autos weiter looten. Da stand echt nur einer auf normal. Hammer. Also schwer ist, wie der Name schon sagt, schwer. Aber es gibt noch Stufen nach oben. Das ist das Lustige. Wahrscheinlich für Leute, die Herausforderungen suchen oder so. Ich weiß es nicht. Ein Kupfer noch und dann können wir schon fast zurück. Und dann kriegen wir das. Kupfer bekommen? Ich habe es jetzt nicht beobachtet. Können wir mal hier reingucken? Nee, leider nicht. Komm, dann nehmen wir den nochmal. Wo der uns sieht. So, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Boah. So, dann können wir uns an den vorderen, glaube ich, noch wagen. Also an das Auto. Und dann hoffe ich. Kein Kupfer. Es ist auch 20 Uhr jetzt, ne? Ja, hier drüben sind noch ein paar Autos. Krankenhaus hinten rein. Ein Kupfer, dann haben wir das Katapult. Ist wichtig, aber glaubt mir, Äste, das wird noch ein größeres Problem immer sein. 33 Pfeile haben wir. Ja. Man lädt jetzt, glaube ich, gerade die Zombies nach. Ne? Das sind sogar zwei. Kein Kupfer, ne?
Da ist es so. Dann machen wir die Fallenmaschine. Hier hätten wir auch noch machen können. Aber in der Regel gibt es das nur Eisen. Okay. 21 Uhr. Ja, ich laufe jetzt zurück. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.